So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon, zum aktuellen Forzathon. Und der heißt dieses Mal herumgealbert. Drehen Sie im Outback so richtig durch? Machen wir nicht, weil wir fahren heute bei Byron Bay, aber das ist eine andere Sache. Und im Bild, das müsste der morgen Three-Wheeler sein, also logischerweise nur drei Räder, zwei vorne, eins hinten. Und es gibt wieder mal vier Herausforderungen und auch diesmal wieder zwei Autos zu gewinnen, finde ich nice. Aber ich werde erstmal vorlesen, was wir heute so Schönes machen können und auch danach gewinnen. Das erste heißt 3x3, schließen Sie drei Rennen in einem Morgen Three-Wheeler oder Wiggle Reliant ab, um drei Lose zu halten. Finde ich cool. Das lasse ich mal jetzt kurz aus. Dann Gassi, verführen Sie 30 Driftfähigkeiten in einem Holden, um 120.000 Könne zu halten. Auch richtig viel, Alter. Für 30 Drift ist ja nichts. Dann noch Klassenaufstieg. Schließen Sie eine beliebige Veranstaltung ab, um den Subaru Brad Horizon Edition zu gewinnen. Richtig geil. Und das für mich wahrscheinlich und für euch auch, denke ich mal, beste, nämlich Party. Schließen Sie drei Spielplatzpartien in einem Ford Fiesta XR2 ab, um den, haltet euch fest, Sesto Elemento zu erhalten. Der Lamborghini Sesto Elemento, denke ich mal auch ein wirklich von vielen sehr gewünschtes Auto, von mir übrigens auch, ein richtig geiler Lamborghini. Werden wir noch am Ende der Folge fahren, das kann ich euch schon mal sagen. Und anfangen würde ich sagen, tun wir mit Gassi, also mit dem Holden 30 Driftfähigkeiten machen. Und dazu habe ich mir jetzt auch schon einen Holden geschnappt, nämlich hier den Holden Sandman. Und passend zu Sand bin ich auch am Strand mit dem Ding. Aber sieht vielleicht noch harmlos aus, aber der ist ein wenig aufgebaut. Ein ganz kleines bisschen. Motor, also ist übrigens kein Motorsport, Serienmotor, aber der hat so ein bisschen Leistung eventuell. So, mal gucken, wie der so driften kann oder wie ich driften kann. Lenkung habe ich bereits auf normal gestellt. Fürs Driften. Deswegen, das sollte ganz gut funktionieren. Erstmal durch den Kreisverkehr, ne? Ich würde sagen, der tut voll geil. Nein. Kommen wir durch bei Byron Bay. 30 Driftfähigkeiten ist ja eigentlich mal nicht so viel. Oh ja, geht quer der Wagen, ne? Ziemlich quer. Scheiße. Deiner Wagen ist voll aufgebaut mit Kompressor, nicht mit Twin Turbo. Wie bei alten Amis finde ich Kompressor einfach mega geil. Alter. Sieht aus wie ein Leichenwagen, aber irgendwie ist auch cool, finde ich. Komm, der nächste gleich wieder rechts. Hier ist ein Müllton kaputt machen und. Jawohl. Auch Müllton. Doch, er geht doch ziemlich gut quer. Trotzdem, ich glaube, nur ca. 370 kW. Das geht ordentlich. Ja, und drehen kann er sich auch sehr gut. Vor allem mit einem Nuran am Steuer. Nimmt vielleicht nicht, aber einem nicht so übertrieben guten. Oder am Drift geübten. Das gehört alles zur Show und dann haben wir es auch schon geschafft. Oh ja, und oben eine 13.000er mal 5,6 Kette. Läuft doch. Alter, 120.000 Credits. Für so eine billige Aufgabe. Das finde ich geil. So, als nächstes würde ich sagen, machen wir 3x3. Also die drei Rennen abschließen in dem Wheel Reliant nehmen wir. Weil den brauchen wir nicht so geil. Aber von den drei Rennen werde ich höchstwahrscheinlich nur ein oder zwei mit in die Folge nehmen, weil es wäre sonst zu lang alles. Deswegen ein Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, dichter Wald, Sprint. Auch ganz schön dunkel, aber. Okay. Ich werde jetzt hier den Reliant Super Van 3 von 72 oder für mich Reliant Regal aus Mr. Bean quasi. Bin ich aufgebaut mit Motorswap, aber auch mit Stützrädern, weil sonst. Irgendwo muss auch eine Grenze sein, Leute, ne? Also. Das Rennen müssen wir theoretisch nur abschließen. Gewinn ist, also ist nicht wichtig. Ich kann auch Letzter werden. Natürlich wäre aber irgendwie ein Platz vorne noch besser. Der Wagen erfährt sich. Doch mal Gas, Leute. Der Boden ist aber auch schwer hier. Alter. Also Gas geben und Grip, das ist so eine Sache. Und hier haben nicht alle Schutzräder, sehe ich auf jeden Fall. Alter, ne? Das ist hier mit der Motorbike Engine aus dem Polaris, müsste das sein. Geh mal weg hier, mein Freund. Ja, die Kurvenlage ist atemberaubend. Komm. Mann.
soll das denn hier? Ich hätte da erreicht. Ach du Scheiße, ey. Karre fährt sich wirklich hundertprozentig wie ein Stück Scheiße. Ah, wir können sogar noch erster werden, ne? Der vorne keine Stützräder, das finde ich schon mal ganz nett. Okay, und der hat sich gerade verabschiedet ein wenig. Ich mich aber allerdings auch. Alter, Schneckenrennen hier. Oh Gott, ey. Ich meine, die Kurvenlage. Guckt euch das mal an. Das kann man nicht mal Kurvenlage nennen. Aber welcher Hersteller ist auch so dumm und dämlich und baut bei dem Auto vorne in Vollachse nur ein Rad hin? Also 3 statt 4 Räder. Ich verstehe nicht, was daran der Sinn sein soll. Vielleicht einen kleineren Wendekreis oder so, aber das ist überhaupt nicht sicher. Das ist total gefährlich. Das ist total komisch auch, aber naja. Engländer sind da teilweise was Besonderes, deswegen. Zum Beispiel auch, dass der Verkehr anders ist als bei uns. Dass die auf der linken Straßenseite fahren und nicht auf der rechten. Naja. Ich hab einen dezenten Vorsprung, würde ich mal sagen. Obwohl die Schwierigkeit immer noch auf Profi ist. Oh Gott, ey. Jetzt 2/3 rum. Scheiße. Aber jetzt gerade hier ist schon wieder eigentlich schön am Tag. Schön morgens. Sieht richtig gut aus, wie ich finde. Wenn er sich so der Himmel und so die Lichtstimmung in Horizon 3 Bombay. War schon in Horizon 2 und Horizon 1 wirklich mehr gut, aber jetzt im dritten Teil. Also nochmal echt deutlich ein draufgelegt. Die haben ja auch den Himmel in Australien, haben die ja wirklich, glaube ich, weiß nicht wie viele Tage oder Wochen halt in Echtzeit gefilmt. Mit einer, ich glaube, 12K-Kamera. Das ist schon echt krass. Die haben sie halt versucht, so quasi 1:1 ins Spiel mit reinzubringen. Was auch, wie ich finde, sehr gut funktioniert hat. Und deswegen sieht auch so geil aus. Ich glaube, mir kann keiner erzählen, dass der Himmel und die Beleuchtung, dass die in Forza Horizon 3 scheiße ist. Dass man die nicht so schön findet, kann sein, aber die ist auf jeden Fall nicht scheiße. Ich würde sogar sagen, das ist Fakt. Weil das haben sie echt wunderschön gemacht. An sich, die Forza-Spiele sind doch immer relativ schöne Spiele. Also, oh, im Himmel, Alter. Ja, 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 nein, da nicht. Und doch keine Gegner an sich, ey. Eine Stelle hier. Ja, rum, ja. Da hinten sind die. So, jetzt hier gerade. Ja, Gas geben. Zack. Hat überhaupt nicht lange gedauert. So, ja. Wieder ein paar Credits und ein paar EP. Dann kriegen wir auch den ersten Erfolg, und zwar Klassenaufstieg. Aber den Subaru Brad Horizon hat schon gewonnen. Den werde ich jetzt allerdings in der Folge nicht fahren. Damit der Wagen eigentlich wirklich 0,0000001% interessiert. Aber das Tesla Elemento, der interessiert mich schon deutlich mehr. Da kommt die 1 nämlich schon an erster Stelle. Das heißt 100%. Den will ich unbedingt haben. Naja. Einen Rennen fahre ich mit dem Überleihen noch, aber das werdet ihr dann gleich sehen. Ostbrücke Griprennen. Das letzte Event hier mit dem Reliant. Was ich jetzt auch nicht so schlimm finde. Weil den Wagen muss man nicht unbedingt öfter fahren. So, das Brünnchen hier. Sollte, denke ich, mal reichen. Ich glaube, mehr wollt ihr auch gar nicht sehen. Falls ihr schon abgeschaltet habt. Oder vorgespult habt zum Sesto Elemento. Ich denke mal, die wenigsten wollen sehen, wie ich hier den Reliant fahre, sondern eher, wie ich den Sesto Elemento fahre. Werde ich in der heutigen Folge auf jeden Fall fahren. Erstens, weil ich das zeigen will, und zweitens, weil ich auch selber drauf Bock habe. Kann ich ja gleich mit ins Video reinschneiden. Oder gesagt, mit den anderen 10 rausschneiden, mir ist das ja nicht. Ist ja alles immer eine komplette Aufnahme, damit ich halt nur, wo ich nur die unwichtigen Sachen rausschneide. Hallo! Ey! Nicht mobben! Der Wagen ist nämlich so hässlich, der wird schon gemobbt. Von anderen hässlichen Autos. Das ist furchtbar. Genau wie das Fahrverhalten des Wagens. Okay, da hat sich einer überschlagen. Komm. Mein Gott, ey. Komm auf deine 3 Räder, denn. Beschleunige doch mal, mein Freundchen. Alter, wie die alle nur
Ja, Forza, ich weiß. Ist aber ein gesetzter Checkpoint, also abkürzen ist da nicht viel. Wenn das natürlich auch gut so. Die Strecke soll ja auch normal gefahren werden, aber teilweise ist es manchmal echt wirklich nervig. Und ist selber schuld, klar, aber manchmal ist es wirklich pingelig bei den Kurven. Kann man das ruhig ein wenig lockern. Uiuiui. Nein. Nein. So. Richtiger Weg. Komm. Weiter Gang. Spiel spin. Ich bin am Checkpoint vorbeigefahren. Außen. Auf einer Gerade. Also ihr merkt am Wagen, da ist irgendwas nicht ganz richtig. Sehr Chromlage. 18 Spider-Niveau. Gott, ey. Komm jetzt, bleib doch mal auf deinen komischen Reifen. Die Stützräder müssen, die müssen tiefer sein. Viel tiefer. So kann der Wagen halt noch nicht umkippen. Was auch ein wenig besser gewesen wäre in so einem Rennen. Fühlt sich, glaube ich, so auf die Erstplatzierung nicht so gut aus, wenn man sich einmal überschlägt oder auch mehrmals. Komm, das sollte mein erster Platz sein. Worauf ich aber allerdings nicht stolz bin. Zack. Naja. Aber dafür sollte jetzt gleich unten der Erfolg aufploppen. Und auch meine Belohnung. Ah. 3x3. Dafür gab es drei Lose, die werden wir auch jetzt auch mal direkt einlösen. IP-technisch gibt das nichts. Design liken, auf keinen Fall. Man ist gut gemacht, aber ganz ehrlich. Ich brauche dazu gar nichts mehr sagen, glaube ich. Naja. Wieder Lose einlösen. Vielleicht auch mal Zeit, ey. Ich habe ja die Woche jetzt sehr wenig Forza gespielt. Für mich, weil ich halt viel zu tun hatte. Heute ist ja Wochenende, also ich habe wieder genug Zeit. So, wir gewinnen. Naja, immerhin 100.000. So, Nummer 2. Und wir gewinnen. Nicht ganz 100.000. Naja. Jetzt los Nummer 3. Und wir gewinnen. 30.000. Naja, 140.000, immerhin, besser als nichts. Da müsste uns jetzt ja noch theoretisch eine Sache fehlen und die in der Tat. Die drei Spielplatzpartien mit dem Ford Fiesta, also König, Infiziert und Flaggenjagd, das sind die Playground Games. Das werden wir jetzt auch machen, aber ich werde, denke ich mal, nur zwei Rennen zeigen, weil drei werden wieder zu lang. Deswegen ein Cut und bis gleich. So, nach erfolgreicher Barrel Roll spielen wir jetzt eine Runde Infiziert. Flughafen und ja. Es ist super. Nein, natürlich fahren jetzt alle den Fiesta. Alter, das ist echt krass, ne? Wir sind 9 Leute und alle fahren den Fiesta. Weil alle ein Testelement haben. Was ich natürlich nachvollziehen kann. Das ist ziemlich scheiße. Ziemlich dumm von mir. Das gibt's aber gar nicht. Oh, du Idiot. Mein Gott, ey. Nee, nee, mein Freund. Nicht mit mir. Okay, einer fehlt noch. Haben wir, denke ich mal, auch beide gleich. Weil wir alle. Mist.
Alter, das war knapp. Du gehörst mir, mein Freund. Du gehörst mir. Naja. Ich war der Erste, aber hab immer noch zwei infiziert. Alter, 17 Sekunden, das ist so schlecht. Aber ging schneller da. 1 Minute 24. Das ist echt mega fast. And furious. Das war nicht, aber naja. Sollte aber, denke ich mal, nicht viel EP geben. Gut, für Schwierigkeit gab es keine. Naja. 3000 ist das überhaupt nicht viel, ne? Das ist nix. Ja. Haben aber alle nicht viel bekommen. Bin ich aktuell 8er? Ne, 9er. Ja, ich kann schon nicht mehr lesen. Jetzt ist Wochenende, jetzt ist Freitag. Erstmal schön Gehirn abschalten. Ich würde sagen, ein Rennen fahren wir noch, aber das übernächste erst. So, mittlerweile ist die Lobby jetzt komplett voll. Also auch alle 12 den Fiesta. Und wir spielen wieder infiziert. Finde ich cool. Es regnet ein wenig. Und Infizierte bin... Oh, zum Glück nicht ich. Das gehört sich auch so. Danach sollten wir unseren Traumwagen bekommen. Ich will jetzt möglichst niemanden rammen. Können wir gemütlich rumfahren hier oben erstmal. Komm mal runter, ganz ehrlich. Und da oben fahren ist ja langweilig. Ich fahre am besten genau wogegen. So, Infizierten sehe ich gar nicht. Ist auch besser so. Ich muss ihn noch gar nicht sehen. Okay, die Arena gerade, die ist relativ groß. Also genug Platz zum Rumfahren, würde ich mal sagen. Okay. Oh, das war knapp, Junge. Die Leute sind schon infiziert. Da haben diesen schlimmen Virus schon. Das war genauso geplant. Shit, Alter. Wo fahr ich eigentlich hin? Das geht nicht gut. Ich würde gerne überleben oder zumindest so Top 3. Das würde ich ganz nett finden eigentlich. Wenn das drin wäre. Verpiss dich! Ah, Mist. Bin ich blöd gefahren. Zack, mein Freund. Sechste, ey. Das geht überhaupt gar nicht. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Na ja, gut. Das ist auch ein nicht gerade netter Wagen. Der wäre sonst wahrscheinlich nie gefahren, außer damals war sie noch in Horizon 2. Hatte ich den mit Fortnite-Triebfall aufgebaut. Der ging mega ab. Ja, ist er wieder da oben. Hä, nee. Doch da oben oder wie? Hallo. Oh mein Gott, ey. Ich muss hier auch immer rumkommen, ne, mein Freund? Wir werden alle einjagen. Der hält deutlich länger als alle anderen durch. Aber wirklich. Ich würde ihn noch gerne kriegen. So, beendet. Und wie lange hat er durchgehalten? Immerhin, glatte 3 Minuten, 32 Sekunden mehr als der zweite, nicht schlecht. Ich habe leider nur ca. 1,40 durchgehalten. Ja gut, volle Lobby, alle fahren Fiesta. Aber dafür haben wir auch jetzt den Erfolg bekommen, Party. Und haben damit auch den Lamborghini Sesto Elementor gewonnen, ich glaube von 2009, 10, 11, irgendwann von da.
Natürlich wollt ihr sehen, wie ich den fahre, das werde ich auch tun. Aber leider folgt wieder ein kleiner Cut. Wieder mal alle Herausforderungen geschafft heute und zur Belohnung gibt es dann natürlich hier noch eine kleine Testfahrt hier mit dem Lamborghini Sesto Elemento von 2011. Und ich meine, ne, Lamborghini sind an sich schon keine unspektakulären Autos. Sie sehen eigentlich meistens immer sehr außergewöhnlich und sehr brachial aus, aber das Ding hier, ne, das ist brachial. Auch hier hinten dicke Theke, Alter. Sieht geil aus, ne? Basiert auf dem Lamborghini Gallardo. Und das Fahrzeug wiegt sage und schreibe 999 Kilo. Das ist krass, Alter. Für die Leistung, meine Leistung ist Serie geblieben. Die ist vom normalen Gallardo übernommen worden. Aber da fällt viel weniger Gewicht, mehr Rennsportsachen und Alter, ne? Und Sesto Elemento deswegen, weil Sesto Elemento ist italienisch und steht für das sechste Element. Und das ist nämlich im Periodensystem Kohlenstoff. Und das besteht dieser Wagen hauptsächlich, wie man das glaube ich sehen kann. Alles, was ja so schwarz-grau ist, das ist alles Kohlefaser oder Carbon. Ist schon böse, ne? Also mal gucken, wie das Sound so ist. Ich bin echt mal gespannt. Aber der dürfte wohl nicht so schlecht sein. Naja, mal schauen. Scheiße. Auch was Besonderes hier, die Endrohre sind, sie müssen in den zweiten Moment eingearbeitet, da oben, Alter, die sind richtig weit oben. Alter, das klingt ja böse. Allradantrieb, denke ich mal, oder? Ja. Mal gucken, wie so die Beschleunigung ist. Ja, so, 5000 Umdrehungen. Hallo? Was soll das hier? Vortransit, ey. Scheißteil. Scheiße. Und dieser Wagen hat keine 600 PS heute, ne? Da geht's so ab. Ach du Scheiße. Hält sich auch geil an, ne? Hier gehen wir in den Innenraum. Wow. Digitaler Tacho, finde ich geil. So. Das ist eine coole Schaltanzeige. Alter, klingt der böse. Alter, der dreht doch hoch, ne? So. Ich glaube, so 9200, 9300 dreht er schon. Das ist halt der ganze Alter. Das Sound ist echt brachial, ne? Noch ein schöner Saugmotor. Wie ich es auch von Lamborghini eigentlich kenne. Mir fällt nämlich gerade kein, also spontan kein Lambo ein, der eine Serien-Turbomotor hat. Das kann auch gerne so bleiben. Alter. Geht er ab. Ja, 260, 270, 280. Machen wir noch 300. Mal 6. Gang schalten, 300. Alter! Ist ja böse. Bremsen sind auch nicht schlecht. Wir gucken mal kurz, was er so auf 100 braucht oder auf 60 Meilen. Oh ja, 2,5 Sekunden. Hat auch schon ein Renngetriebe drin. Alter. Topspeed 338,9 und Bremsweg ist auch nicht schlecht. Weil die Querbeschleunigung ist auch echt nicht verkehrt. So, Aerodynamik kann man was ändern. Da kann man aktuell nichts ändern. Naja. Boah, Alter, das Ding ist schon echt böse, ne? Ist auch hier in der Serie. Der ist sogar S2 959. 959, meine Güte. Müsste bei den Extreme Track Toys sein. Auch sowas wie FXXK ist oder die ganzen GT-Autos und so weiter, auch Supercars. Schon geil, ne? Komm, ich will nochmal beschleunigen. Warte mal. Ach, der Allrad, ne? Der ist böse, der. Also, der hat anscheinend eigentlich. Der hat sowas von Traktion oder. Der wandelt wirklich die Leistung wirklich auch in Vortrieb um. Das ist abnormal. Ich meine, auch 2,5 Sekunden auf 100. Nicht schlecht. Alter. Ist echt böse, der Wagen. Wenn man auch so ein bisschen teasern möchte, der wird wahrscheinlich, ich denke mal, zu 90% auch im Let's Play drankommen. Ich denke mal in Folge 109 oder 110. Warum so spät? Ich habe schon so viel aufgenommen, deswegen. Ich habe schon bis 108 aufgenommen und 109 wollte ich ja was anderes fahren eigentlich. Dann 110 könnte der Kollege vielleicht kommen. Also wird so kommen, davon gehe ich aus, aber wann genau muss ich denn noch gucken? Ja. Dann gehe ich mal kurz in den Drohnenmodus.
Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen oder beim nächsten Forzathon, der wieder hoffentlich geil wird. Was sind eigentlich im April für Forzathons? Ich weiß es gar nicht, muss ich dann mal nachgucken. Ich denke mal, wird wieder Geld ausgegeben zu geben oder viel Geld oder irgendwas. Naja. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin raus und ciao.